Hallo Friends, hier ist das lang ersehnte Tutorial zu einem unserer letzten Insta-Bilder. Und zwar braucht ihr nur ein Stativ und etwas, wo ihr euch draufsetzt. Und dann macht ihr als allererstes immer drei Fotos. Und zwar eins, wo ihr liegt, eins, wo ihr sitzt. Am besten nehmt ihr dann den Stuhl und packt ihn ein bisschen weiter nach hinten. Und eins, wo ihr so schwebt. Dann öffnet ihr PixArt und fügt das allererste Foto hinzu. Dann das zweite und passt das wirklich genauso an, dass es genau da drauf liegt. Also wirklich genau die gleiche Größe hat. Dann radiert ihr die liegende Person einfach aus, indem ihr einfach auf Löschen klickt. Und dann macht ihr das einfach so, dass ihr im Anschluss das nächste Foto hinzufügt. Und zwar ist das wo ihr schwebt. PixArt hat da so eine geile Funktion, indem ihr das einfach ausschneiden könnt, beziehungsweise PixArt es für euch ein bisschen ausschneidet. Allerdings sieht das meistens dann eher so aus und dann müsst ihr es noch ein bisschen nachbessern. Das könnt ihr allerdings ganz einfach mit den Tools wiederherstellen oder löschen machen. Anschließend setzt ihr dann die Deckkraft der Person ein bisschen nach unten, damit es aussieht wie ein Geist, der gerade aus dem Körper rauskommt. Dann geht ihr auf Aufkleber, sucht euch irgendwelche Flügel aus, die ihr geil findet und im Anschluss könnt ihr noch ein paar Special Effects einhauen. Und das war's auch schon. Das fertige Bild ist, wie gesagt, auf Instagram.